Okay, alle tot, hat sich erledigt. Würde ich gern sagen, aber ich befürchte, wir müssen uns tatsächlich einmal mehr in den Wahnsinn von Grimtails stürzen. Und damit sage ich Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Bonusinhalt von Grimtails 3 Gefährliche Wünsche. Mir schwant Furchtbares. So, was haben wir denn hier? Ein Teil meiner Seele wird immer im Sumpf bleiben. Ihr werdet auf ewig meine Gefangenen bleiben, der dich in deinen Träumen heimsucht. Okay, im Englischen klingt das wesentlich besser, weil das sich da nicht wiederholt. Aber okay. Ich klicke, um fortzufahren. Ja, ich hab jetzt schon. Hallo? Ach, da unten klicken, um vor. Sag das doch gleich. Das kann ich ja nicht ahnen. Oh Gottchen, was ist das denn da? Erstmal auf die Karte gucken. Wir haben viel zu viele Räume. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh, na gut, na gut. Da glitzert was. Ist mir sofort aufgefallen mit meinem geübten Wimmelbildspielauge. Einer der Steine sieht aus, als ob ihn jemand erst kürzlich eingesetzt hätte. Ja, nicht wirklich, aber okay. Einer ist größer als die anderen. Vielleicht soll der Stein etwas verbergen. Ich muss ihn wohl zerschlagen, um darunter zu. Ja, oder du hebst ihn hoch. Aber, ja. Ich habe vergessen, mit wem ich rede. Ich tut mir leid, ich habe vergessen, mit wem ich rede. Das Bo. Was war das? Mit nur einem Ruder würde ich mich nur im Kreis drehen. Ja, nein. Tatsächlich nicht. Ja? Also das ist durchaus möglich, auch mit nur einem Ruder, indem man immer die Seiten wechselt und ja, aber warum einfach, wenn wir es auch kompliziert machen können? Gut, suchen wir halt noch ein Ruder, was soll's? Ich brauche den Autoschlüssel. Alter, du hast den Autoschlüssel für dein eigenes Auto nicht dabei, oder was? Oh, Leute. Leute, was macht die schon wieder mit mir? Das ist. Oh. Der Fisch sieht furchteinflößend aus. Ich will mir nicht vorstellen, welche Monster noch in diesem Sumpf hausen. Ja, nennen sich Luisa und John. Und Brandon. Ganz furchtbare Kreaturen. So, das Auto. Ernsthaft? Warum? Warum liegt dein Ruder auf dem Auto da? Wäre ganz nützlich, doch ich brauche einen Schlüssel dafür. Ein Fischhaken, doch wo ist der Stiel dazu? Ist doch egal, nur lass mir den Haken mit. Dann brauchst du später nicht mit dem Stiel wiederkommen, um den da reinzubauen, Mensch. Was für ein hübsches Glühwürmchen. Wenn ich einige von ihnen in einem Glas fange, wäre das fast so hell wie eine Lampe. Ja, und gleichzeitig auch Tierquälerei. Aber da braucht. Alles gut, alles gut. Ich lasse das einfach so stehen. Guck mal, ein zweites Ruder. Ach, und jetzt können wir einfach mit dem Boot da an dem Monsterfisch vorbei und. Oh. Noch ein Glühwürmchen. Alle Fenster und Türen sind zugenagelt. Mit bloßen Händen kann ich da nichts ausrichten. Ich bin mir relativ sicher, dass wir zwischendurch mal einen Hammer hatten. Aber du hast ihn ja weggeschmissen, weil was man einmal benutzt hat, das braucht man ja nicht wieder benutzen, ne? Die Antenne ist weit oben. Ich kann sie nur mit einer Winde herunterlassen. Und was ist mit dem Schmetterling? Ich muss den Schmetterling fangen, doch nicht mit bloßen Händen. Warum muss sie den Schmetterling fangen? Das ist bestimmt der Hakenstiel für den Angelhaken. Das habe ich mir schon gedacht. So, zum Schornstein. Da liegt ein Baumstamm im Weg, oder was? Ist das dein Ernst? Uff, da komme ich nicht heran. Vielleicht, wenn ich etwas Langes hätte, könnte ich den Stamm wegstoßen. Ich wollte etwas anderes versuchen. Es ist was Langes. Na gut. Ich akzeptiere deine total verquere Logik. Für den Augenblick noch. Wenn wir es damit jetzt wegstoßen können und mit dem Stiel vorher nicht, ja? Euer Ernst, ey. Hier erstmal zum Schornstein.
Da ist noch ein Glühwürmchen. Das sind dann drei, ne? Der Sumpf hat das Haus vollkommen erobert, doch das Innere ist noch intakt. Es gibt noch Hoffnung für Luisa und ihre Familie. So ein Mist. Ja, dann lass uns noch ein Feuer legen oder sowas. In der Kachel steckt etwas fest. Ich muss ihn zerschlagen, um da heranzukommen. Gut, aber den Fisch können wir mitnehmen. Den Uroboros-Fisch oder was auch immer das ist. Ich sollte sicher gehen, dass der Kamin aus ist. Nein, brauchst du nicht. Einfach rein, passt schon. Dann lösen wir zwei Probleme auf einmal. Weg. Na, nenn nicht zurück. Oh Gott sei Dank haben wir hier nicht diese dämliche Ruderanimation, die wir im ersten Teil ständig hatten, ne? Die Leiter ist zu kurz. Ich muss sie verlängern, sonst ist sie nutzlos, so wie ich. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Wo drunter parken? Ich käme da hoch. Und wenn ich da hochkomme, kommt da jeder hoch. Ah, ist schon gut. Ach, den Werkzeugschrank erreichst du trotzdem, auch wenn du die Leiter nicht hochkommst, ja? Das Schloss ist wirklich verrostet. Bis es nicht geölt wurde, hilft da auch kein Schlüssel. 21, 22. Lass ruhig bleiben. Guck mal, noch ein Glühwürmchen. An der Ausgrabungs... Städte. Warum hat Luisa einen toten Menschen in ihrem Garten liegen? Mit ihrem Autoschlüssel? Das ist bestimmt gar nicht ihr Auto, ja? Die haben den hierher gelockt, haben den ermordet und der Autoschlüssel, der ist denen einfach nicht aufgefallen, ja? Vor allem hier so ein Ritter, ne? Genau. Keine gute Idee, mit bloßen Händen ein Loch zu graben. Du brauchst kein Loch graben. Warum willst du ein Loch graben? Ich will kein Loch graben. Ohne etwas mehr Licht stecke ich da nicht meine Nase hinein. Okay, wir müssen Glühwürmchen fangen. So, was haben wir hier noch? Ein Kettenschloss. Ganz vielen Aussparungen. Der Weg zum Seeufer ist blockiert. Ich muss dieses seltsame Schloss überwinden, um dorthin zu kommen. Na, mal gut, dass sämtliche Schlüssel für dieses Schloss auf dieser Seite des Schlosses sein werden. Huch. Dieses Gestrüpp gefällt mir nicht so richtig. Wenn ich Handschuhe hätte, könnte ich das Unkraut herausziehen. Ja. Gartenarbeit in dieser Situation, beste Idee ever. Ja, scheiß auf Luisa. Natürlich. Zum Glück ist Johns und Luisas Auto noch hier. Andererseits würden wir nie hier herauskommen. Ja, definitiv. Gott sei Dank ist deren Auto noch hier. Nur den Schlüssel, den haben sie hinten in den Sumpf geworfen, bei dem toten Menschen. Na gut. Gehen wir mal buddeln, wa? Klar. Was auch sonst. So, hier mit den Handschuhen können wir ein Wimmelbild freilegen. Was soll ich mit einer Strickleiter? Warte mal. Was nicht irgendwie hier? Der Mast ist sehr hoch. Ach so, wir brauchen eine Winde. Okay. Dann gucken wir mal, was müssen wir denn hier so finden? Einen Pfeil. Das sieht sehr verdächtig aus. Da. Okay. Da ist der Pfeil. Da ist der Brokkoli. Ja, ich meine, es ist diesmal verpackt. Ja. Ich meine, alles andere ist wieder Katastrophe. Ja, so typisch Luisa, aber
Was? Ich meinte eigentlich das Ding da. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch was hintersteht. Aber okay. Was ich habe, habe ich. Da ist das Jojo. Da ist die... Nicht die Schüssel. Okay, der Traumfänger ist vollständig. Wenn das nicht die Schüssel ist, ist das auch nicht die Schüssel. Was ist denn die Schüssel dann? Das war die Schüssel? Ich dachte, das war der Fingerhut. Okay. Ja, okay, nicht meine beste Leistung. Definitiv nicht meine beste Leistung. Den Gehstock habe ich auch schon gesehen. So. Ein Fingerhut da. Und eine Walnuss hier bei den Eiern versteckt sich. Und jetzt habe ich einen Eimer. Yay. Gut, ich würde... Spontan würde ich ja vermuten. Okay, nicht da. Wo könnten wir denn eventuell noch Wasser herholen? Waldweg. Ich denke mal, dass wir jetzt mit Wasser den Kamin löschen und dann darunter kriechen können. Sandburg. Ernsthaft? Ist das wirklich die richtige Übersetzung? Na gut, obwohl, wenn ich mir das so angucke, da ist ein Sandkasten. Ja, das ist schon richtig. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Ich sollte etwas anderes... Warte mal. Das würde zu lange dauern, das Wasser per Hand herauszuschöpfen. Ja. Ja. Hallo. Tschüss. Oh, Luisa und ihre Familie sind in ihrem eigenen Haus gefangen. Ja, selber schuld. Natürlich. 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 Schreib einfach einen Brief. Ja? Auf gute Brieffreundschaft. Der Sumpfdämon will einfach nicht aufgeben. Wann wird das endlich vorbei sein? Den Brief kennen wir ja schon. Den kennen wir ja schon. So, Luisas Blume. Diese seltsame Blume scheint all dies zu verursachen. Luisa erwähnte einmal Schmetterlinge, die Blumen verbrennen können. Natürlich. Klar. Hm? Na klar. Schmetterlinge, die Blumen verbrennen. Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal über die Bienchen und die Blümchen unterhalten, meine Liebe. Ich würde mal sagen, du hast da was falsch verstanden. So, von hier aus haben wir zwei Wege, wo wir weitergehen können. Gucken wir erstmal in die Küche. Natürlich. Auch hier eine böse Blume, die verbrannt werden will. Na gut, immerhin erkennt man die Räumlichkeiten wieder, ne? Also zumindest das muss ich dem Spiel ja mal anerkennen hier. Der Wagenheber klemmt, ich brauche eine Kurbel, ja. Kommen wir schon vor wie in Resident Evil hier. Ein Nagelzieher ohne Griff ist relativ nutzlos. Das ist ein Fisch. Okay. Nee, ist okay. Ich nehme das so hin. Hier ist nichts weiter. So. Brandon ist bestimmt in seinem Zimmer. Jemand hat diese Nägel sehr gut hineingehämmert. Die Tür rührt sich nicht. Das ist Luisas Zimmer und hier das andere Zimmer ist natürlich abgeschlossen. Eine mechanische Spinne. Ein interessantes Schloss, doch nicht, was ich gerade gebrauchen kann. Und vor allem bei unserem letzten Besuch noch nicht hier. Das heißt, das haben die extra jetzt nachträglich hier noch wieder eingebaut. Und ich kenne die Gamer noch. Guck mal da, diese Katze hier. Oh, die ist so niedlich.
Ich höre ja schon auf. Das Bett ist zu schwer für mich. Wie komme ich an den Leim heran mit dem Wagenheber? Oh Gott, ich verstehe die Logik dieser Spiele schon viel zu sehr. Das macht mir Angst. Leute, das macht mir so eine Angst. Ich fange an, das Spiel zu verstehen. Was sagt das über mich aus? Oh Gott. Ein Schmetterling hinter Glas. Wie komme ich da nur heran? Naja, also du könntest rein theoretisch. Das wird nicht funktionieren, aber man könnte. Ist egal. Ist egal, wir machen es auf die komplizierte Art. Da oben noch irgendwas? Nee, ist nur noch das Buch hier. Der Schmetterling der entsprechenden Farbe verbrennt die Blume der entsprechenden Farbe. Blau zu blau, gelb zu gelb. Da wäre ich jetzt gerade auch noch so ohne ein Buch drauf gekommen. Die Schmetterlinge können Blumen zu Staub verwandeln. Ich muss nur ein paar finden, um meine Schwester und ihre Familie zu retten. Ja, weil die rein zufällig hier in der Gegend leben, weißt du? Oh. Die Welt der Wissenschaft ist in Aufruhr ob der Entdeckung einer Schmetterlingsart, deren Berührung Blumen verbrennen lässt. Aber nur Blumen, nichts anderes. Ja? Es wird vermutet, dass sie Pollen tragen, welche bei Kontakt mit dunkler Energie die explodieren, ja klar. Das macht die Natur öfter so. Ich finde es auch geil, dass hier so viel rausgerissen ist, aber der Text, der ist trotzdem ganz genau so, dass wir ihn wunderbar lesen können. Oh meine Güte. Es wird nicht besser. Leute, es wird nicht besser. Und es gibt noch mindestens 6 weitere Spiele. Oh Gott. So, packen wir erstmal hier der da rein, dann fehlt ja nur noch einer, immerhin etwas. So, was machen wir jetzt? Sind wir hier immer noch nicht fertig? Ah, wegen dem Glühwürmchen, ja klar. So, ich habe ein Messer, was mache ich jetzt mit dem Messer? Hier brauchen wir das Licht der Glühwürmchen, um da reingucken zu können. Aber was machen wir mit dem Messer? Mit dem Messer machen wir nämlich jetzt Folgendes. Versuch was wert. Ja, nee, eigentlich nicht, ich weiß. So, da an das Nest kommen wir nicht ran. So, das Zertrümmern macht sie natürlich wieder nicht mit dem Dolch. Das ist klar. Hier wird es auch nicht. Ja, das war auch klar. Dementsprechend müsste es ja theoretisch hier irgendwo was sein, ne? Alle hierher bringen und sie von diesem verfluchten Ort fortschaffen. Ja, jetzt sag mir aber erstmal, was wir mit dem Messer machen. Hier doch irgendwas übersehen? Irgendwo? Ich möchte nicht ständig auf irgendwelche Hinweise zurückgreifen. Eigentlich möchte ich das auch mal alleine schaffen. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass ich es nicht alleine schaffe, spricht vielleicht auch für mich, wenn ich überlege, was wir hier spielen. Okay. Im Auto, na klar. Na klar, im Auto. Ich war doch gerade im Auto. Warum habe ich das nicht gesehen? Wo? Ach, da. Ah, der letzte Schlüssel. Oh Gott, nee, das ist mir zu. Ich gehe manuell. Ich gehe einfach manuell. So, was? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bewege die Blume zu dem Topf. Bewege die Holzscheite beiseite und bahne der Blume einen Weg. Klicke auf einen Holzscheit und ziehe ihn. Holzscheite können sich nur in ihre entsprechende Richtung bewegen.
Kann man die Blume da nämlich hochziehen? So, nochmal den beiseite. Das war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Bei weitem nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich habe mit so einem Scheiß habe ich teilweise echt Probleme. Hallo Sumpf! Du hast dich seit unserem letzten Treffen ein bisschen verändert, kann das sein? Aber das Loch in der Brücke entgeht meinem scharfen Verstand natürlich nicht. Mit einer kleinen Hand könnte ich mir den Fisch schnappen. Einer Puppenhand vielleicht? Ja, oder du holst die Katze zurück. Wo ist die Katze? Ja, die Katze war nützlicher als du im letzten Spiel. Wo eine Tür ist, ist auch ein Weg, sie zu öffnen. Scheiße, ey. Ein Griff, der ist bestimmt für den Nagelentferner. Denn hier brauchten wir ja eine Kurbel, oder? Die Metallstänge hält die Kette in Position. Ich muss sie zunächst entfernen. Aber nicht mit irgendwas, das wir im Moment gerade bei uns haben. Ich muss die Brücke herunterlassen, um zum Wasserfall zu kommen. Nicht prinzipiell, aber ich... Ich lasse dir das einfach mal. Ja, wir müssen die Brücke herunterlassen, um zum Wasserfall zu kommen. Wir lassen was einfach dabei. So, Nägel ziehen. Einmal hatten wir hier oben was mit Nägeln. Ein Kreuzschlüssel. Den Kreuzschlüssel, ich weiß, wo wir den Kreuzschlüssel benutzen können. Das war nämlich auf dem Autodach. So, hier hatten wir aber auch noch. Wir haben den immer noch nicht abgegeben. Das Rohr ist zu schmal, um mich hindurchzuzwängen. Können wir vielleicht ausspülen, dass da irgendwie Wasser reinlassen oder irgendwas, dass das, was immer da hinten liegt, hier nach vorne gespült wird. Könnte durchaus sein. Ja. Genau. Genau. Ja, ist gut. Weißt du, das geht auch nicht mit der Hand. Das schafft man einfach nicht. Da braucht man gar nicht erst versuchen. Dann haben wir nämlich wenigstens bald mal alle Areale abgeklappert hier. Ja, es fehlt, Brandons Zimmer fehlt noch und eine Geschichte hier am Wasserfall. Und dann sind wir zumindest auf allen Bildschirmen schon gewesen. Müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass da noch irgendwelche Bildschirme dazukommen. Außer wir kriechen wieder in irgendwelche Erinnerungen oder irgendwas. Ich wette, ich kann das zusammenkleben, um eine komplette Schmetterlingshälfte zu erhalten. Mach doch, was du willst, weißt du? Mach doch, was du willst. Der Kasten ist zwar zu, doch mit einem Brecheisen oder Nagelzieher bekomme ich ihn bestimmt auf. Das Öl für das Schloss. Wunderbar. Das Rad blockiert die Treppe, doch der Keil ist ein echter Brocken. Ach, eine Winde haben wir ja jetzt auch, genau. Nicht nah genug, es muss etwas geben, womit ich den Korb näher heranziehen kann. Zum Beispiel ein Haken an einem langen Stock oder sowas. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Ich habe manchmal so komische Gedanken. Ja, da brauchen wir uns jetzt weiter. Alles gut. Im Stein steckt etwas fest, ohne etwas Muskelschmalz komme ich da nicht dran. Okay, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wo soll ich denn jetzt Muskelschmalz hernehmen? Das kannst du vergessen.